Jetzt geht es los. Ich fahre mit meinem Auto, ja, zur Bank hin, ja, das ist mir klar. Ich will Geld haben, ja, hol es mir von meinem Konto, ja. Dann ging ich wieder mal hinaus. Auf einmal, oh, oh Kraus, oh Kraus, da steht der Kämmerer gegenüber, ja. Und sagt zu mir, komm her zu mir. Ich komm heute rüber hin zu ihm und frag, was willst denn du ja von mir? Auf einmal sagt er, so wie es ist. Er sagt zu mir, ich darf nicht reden mehr, ich darf nicht sprechen mehr, ich muss Papa halten umso mehr. Und keiner darf es mehr erfahren, ja, was mir 2009 passierte, ja. Und er sagt zu mir, du darfst nicht sprechen, ja, du darfst nicht hören, ja, du darfst gar nichts machen, ja. Und wenn du etwas sagst und schreibst irgendwo hin, ja, da komm ich zu dir und sperr dich ein. Noch gläubig persönlich, ja. Er will mich in Kneipe, in Häfen einsperren. Ach wirklich, ja. Doch habe ich zu, ach ja, das sagt dann oder zu mir. Es ist alles verjährt. Du kannst nichts machen hier. Du musst Pappen halten, ja. Sonst sperre ich in Häfen ein. Da fehlt dir doch Kneipe, ja. Und spürt ihn ganz persönlich ein. Hast du das sowas gehört? Ja. Das Kinderlein will mich einsperren sowieso. Nur, wenn ich nicht den Papa halten will, was die alles gemacht haben, ja. Aber ich schlau, wie ich es bin, hab ich ihm gesagt, ja. Er kann mich einsperren, das ist mir wurscht, ja. Ich werde jeden Heben erzählen, was mir da passierte, ja. Und auch, dass der Kämmerer wahrscheinlich mitgemacht hat, ja. Ja, was sagst du dazu? Hat er den Tag geschaut und hat sich gemeint, ich muss die Pappen heulen, ja. Sonst sperr ich mich persönlich ein, auch so. Wenn ich die Pappen heute auch ja, und so beschreib sowieso, da würde man alles verbieten, ja. Ich hab zu ihm gesagt, noch ja, es ist noch nicht verjährt. 56 Millionen verjährt nicht nach 3 Jahren, es dauert schon länger, ich weiß es ja. 10.000 Euro verjähren nach 10 Jahren. Wie kann 56 Millionen verjähren nach 3 Jahren? Hat er den Depper geschaut, ja, dieser Kämmerer, er hat mich einsperren wollen, ja, und hat er gedroht, er macht es für mich, ja. Ja, warum hat er gedroht, ach ja, dieser Kämmerer wird es gerne, ja. Geld, was ich nicht gehörte, nimmt jeder gern, auf nah und fern. Jeder Kämmerer, ja, jeder kann es nicht widerstehen, ja. Es gibt zu viel Kämmerer, die nehmen lieber, als sie arbeiten, ja. Ja, das muss ich schon sagen, ja.